Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer weiteren Folge Kreativer Mittwoch. Heute möchte ich mit euch eine Lampe basteln. Als erstes muss ich jetzt mit dem Heißluftföhn oder alternativ, wer keinen Heißluftföhn zu Hause hat, kann natürlich auch eine Heißklebepistole nehmen, ohne Patrone oder etwas, womit man die Fingernägel poliert. Das geht auch. Irgendein Dremel, mit dem man ein Loch bohren kann. So, als erstes zwicke ich jetzt hier diesen Haken ab. Danach nehme ich mein Heißluftföhn. Das dauert jetzt etwas. Wie ihr seht, wird dann da ein Loch gebrannt. Jetzt forme ich das hier, jetzt ist der Kunststoff noch heiß, jetzt forme ich das so ein bisschen. Damit man sich nicht verletzt, wenn man die Lichterkette reinmacht. Ja, das ist jetzt schon ein ordentliches Loch und das reicht mir jetzt auch dafür. Das muss jetzt erstmal abkühlen. Reicht mir jetzt. Als nächstes nehme ich jetzt entweder eine Wollschnur oder irgendein anderes Garn. Was kann man alles dafür nehmen? Sowas zum Beispiel. Ich will jetzt mal was richtig Dickes nehmen. Das heißt, ich nehme diese dicke Wollschnur. Die nehme ich. Damit das hier hinterher verdeckt ist, klebe ich da auch noch was drauf. Das scheint hinterher bei der Lampe dann durch. Ich könnte zum Beispiel hier das nehmen, dieses Band. Oder dieses hier mit Tannenbäumen. Ich entscheide mich jetzt hier für diese Sterngirlande. Die ist selbstklebend. Und die klebe ich jetzt auf diese Naht drauf. Habe ich das einmal rundherum geklebt. Jetzt schneide ich es ab. Und habe hier schon meinen ersten Sternenrand. Das ist die Rückseite von diesem Klebeband. Das könnte man noch auch für eine Karte oder für irgendwas anderes benutzen, also das schmeiße ich auch nicht weg.
nächstes überlege ich jetzt, wie ich hier meine Wollschnur platziere. Auch da möchte ich einmal um die Kugel führen. Schneide ich ein Stück ab. Und da ich das rechts und links haben möchte, mache ich direkt nochmal eine zweite Schnur. So, das kann man jetzt, die Schnur kann man jetzt entweder auch mit dem Serviettenkleber aufkleben oder wenn man schneller arbeiten möchte, reicht es auch erstmal, wenn man doppelseitiges Klebeband nimmt. Jetzt nehme ich mein doppelseitiges Klebeband und klebe auf der Lampe die Spur schon mal vor, wo hinterher die Filzwolle kleben soll. So, jetzt ziehe ich das Band ab. In die Wolle. Und klebt wieder drauf. Das gleiche mache ich jetzt noch hier. Die Strohseide und verteile die auf der ganzen Kugel. Das mache ich mit Serviettenkleber. Ich verteile das mit Serviettenkleber großzügig hier überall. Auch auf die Filzwolle. Und auf die Sternengirlande. Dann reiße ich die Strohseide in kleinen Stücken. Klebe diese da drauf.
So, jetzt muss das Ganze erstmal trocknen. So, wie ihr seht, habe ich die Lampe jetzt schon mit einer Lichterkette gefüllt und habe sie auf diesen Kranz gelegt. Wenn ich möchte, kann ich die jetzt schon so lassen. Viele mögen das ja auch einfach und schlicht. So kann man das schön machen. Oder man kann auch das Ganze, ich habe es mal hier als anderes Beispiel da, und zwar ist das diese Lampe hier. Die habe ich mit der gleichen Technik gemacht. Da habe ich aber noch verschiedene Sachen ausgelocht und aufgeklebt. So kann man das natürlich auch machen. Also ich könnte jetzt diese Lampe jetzt hier, die große, könnte ich genauso wie hier noch mit verschiedenen anderen Sachen dekorieren und gestalten. Jetzt lege ich die große Kugel mal auf das Brett drauf. So. Also wenn man, je nachdem, wie man es gestalterisch haben möchte, ob man schlicht haben möchte, das passt auch sehr schön jetzt zum Beispiel zu diesem Teller. Man könnte das Ganze jetzt auch noch hier mitgestalten. Da sieht man zwar die Motive vom Teller nicht mehr, aber das Rote vom Teller, das sieht auch sehr schön aus. Ja, oder ich lasse diese Kugel jetzt so, oder ich mache die jetzt weiter. Hier nochmal die andere Kugel. Zeige ich sie euch auch nochmal bei Tageslicht. Ja, wie ihr seht, dadurch, dass diese Lampe jetzt noch bunt gestaltet ist, kann man die auch so irgendwo hinstellen. Und halt auch tagsüber, wenn man sie nicht anmacht, hat man auch was davon. Die andere Lampe sieht jetzt tagsüber aus wie, ja, wie würde ich sagen, wie eigentlich einfach wie ein großer Schneeball mit ein bisschen Goldblitzer, was hier durchkommt von der von diesem Band. Mir persönlich würde das jetzt nicht reichen. Ich sag einfach, Weihnachten darf ruhig mal ein bisschen mehr aufgetragen werden. Das heißt, ich werde hier noch mal ein bisschen mit Glitzer arbeiten und auch von außen werde ich noch ein, zwei Sterne, denke ich mal, draufkleben und dann wird mir das bestimmt viel besser gefallen als jetzt. Gut, dann werde ich mal weiterarbeiten. So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mit Tuschestifte, und zwar die von Faber-Castell und eine Schablone. Ich nehme jetzt einfach mal eine von meiner Prägemaschine. Man kann natürlich aus der Hand zeichnen, man kann andere Schablonen benutzen. Da nehme ich jetzt hier meinen Stern und male den jetzt hier aus. Natürlich auch mit Silber arbeiten. Dann ist man nicht so gebunden, dann hat man Gold und Silber. Und so kann ich jetzt nach und nach die Kugel mit vielen Sternen bemalen. Vielleicht noch so ein paar Zwirls dazwischen. Das sind diese Kreise. Noch ein Silber.
könnte jetzt auch noch ein Braun was draufmalen. Dass es runter wird. So, jetzt ist die Lampe fertig geworden. Ich finde das jetzt viel schöner mit diesen Sternchen und mit diesen Spheres und mit den Punkten. Jetzt ist die Lampe für mich vollständiger. Die könnte ich jetzt irgendwo reinlegen, irgendwo raufstellen und sie verbreitet ein schönes Weihnachtslicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder ein paar neue Ideen mitnehmen können. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche, Mittwoch, wenn es wieder heißt, kreativer Mittwoch bei der Kela. Bis dann, eure Tanja.